Ja, hallihallo, hier ist Christian Herr Scheuer, Paartherapeut, Beziehungscoach und so viel mehr noch. Meine Mitarbeiterin hat mal wieder gesagt, ich muss auch mal wieder was sagen für die Leute, die neu dazukommen. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Paaren und Gruppen und allem Möglichen. Und genau, versuche mein Wissen über YouTube und in meinen Online-Kursen wiederzugeben. Findet ihr alles auf liebeschiff.de, auch rund um Bindungsangst, Verlustangst, auch das schöne Thema Nice, geiles Leben. Und heute geht es ums Dating. Wie komme ich aus toxischen Dating-Situationen raus, beziehungsweise gar nicht erst rein? Wir haben so eine Folgemail von Kascha, die schon mal geschrieben hat vor einer Zeit, und das ist jetzt sozusagen das Revival. Ich würde einfach nochmal gerne hinweisen, verlinke ich ja auch nochmal auf diese neuen Datingkurse, extra einen für Männer, für Frauen, wegen der Polarität, ne, weil es da unterschiedliche Sachen gibt. Und schaut doch mal rein in Love Island auf RTL 2, ich kommentiere das auch auf meinem Privatkanal. Verlinke ich hier auch nochmal, denke ich. Und weil das ist so schön zu sehen, einfach so im Zeitraffer, wie das funktioniert, wo man sich verfängt mit Anführungsstrichen Bad Guys, Bad Women. Es ist wirklich herrlich. Also es ist, also meiner Ansicht nach, wenn man dieses Konzept von Polarität verstehen will und auch sehen will, dass eben häufig gerade die Bad Women, Bad Guys, gute Dater sind und wo man sich da verfängt und ist einfach großartig anzugucken. Außerdem wollte ich dann einfach nochmal hinweisen auf die Liebeschip Plus Geschichte. Da haben sich gerade wieder einige angemeldet. Super Sache mit Meditation und Forum. Und wenn ihr mich ansonsten unterstützen wollt, gerne einfach über die YouTube-Kanalmitgliedschaft. Ist feine Sache, freue ich mich sehr. Und jetzt geht's aber mal los. Also es gibt eine Folgemail von Kascha. Hi Christian, vielen Dank dafür, dass du da bist. Du hast mit deinen Videos meinen Freundinnen und mir viel Trost und Freude gemacht und tatsächlich auch bereits ein Video zu meiner Anfrage gemacht. Es war deine Osteraktion 2019, es ging dabei um toxisches Dating in Reinkultur, wie du so schön sagst. Ich gucke mal, ob ich das noch finde, dann verlinke ich das Video ja auch noch. Ich hatte damals ein Date mit einem Mann, der sich toxisch verhielt und mich ganz durcheinander brachte, den ich dann aber intuitiv durch meine Reaktion darauf abstieß, zum Glück, wie wir damals fanden. Aber es gibt eine Kraft, die mir bereits unheimlich ist, die mich zu diesem Mann hinzieht und gegen die ich mich nicht wehren kann. Ja, das ist die Story, die du dir erzählst. Also ich bin jetzt heute mal ein bisschen strenger mit dir. Natürlich kannst du dich dagegen wehren, indem du es einfach nicht machst. Ne? Also indem du es einfach nicht machst und ihn nicht datest. Also das ist Quatsch, dass du dich dagegen nicht wehren kannst. Das ist du bist nicht irgendetwas ausgeliefert, du kreierst dein Datingleben hier so, ne? In der Zwischenzeit habe ich weiter gedatet und Ähnliches ist mir oft passiert. Ich traf Männer, die versucht haben, mich zu manipulieren, mich zu dominieren, aber es klappte nicht und sie gingen. Ja, das sind die berühmten Tests zum Universum. Das ist total okay. Ich bin in den 30ern, hatte ein paar längere Beziehungen, einige Romanzen und erotische Verhältnisse und habe viel gedatet. Wenn es nicht passte, konnte ich selbst nach langen Beziehungen schnell abschließen. Nur dieser Mann, über den ich damals das Video von dir gab, ging mir nie aus dem Kopf. Ja, das ist dann eben dein Meisterstück, deine Hauptchallenge dann halt. Es ist nun jetzt 2,5 Jahre her und er nahm wieder Kontakt zu mir auf. Ja, steht hier irgendwo was von, dass er sich geändert hat? Nichts. Ja, er nimmt wieder Kontakt zu dir auf. Ja, und? Wieso kann er das überhaupt? Wieso ist er nicht geblockt? Aber gut, das ist deine Entscheidung. Letzte Woche haben wir uns erneut getroffen. Er kommt aus einem anderen Stadtteil und wollte hier übernachten. Ja, das scheint jetzt von seiner Dominanz nichts eingebüßt zu haben. Ich war nicht sicher, da ich nicht implizit in Sex einwilligen wollte. Sagte dann aber zu, da wir etwas feiern wollten.
Was wollt ihr denn feiern? Du hast ihn anderthalb Jahre nicht oder 2,5 Jahre nicht gesehen. Und er sonst wieder schwer nach Hause gekommen wäre. Ja, das sind alles Storys, die du erzählst. Das ist einfach, um dir dein eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Das ist jetzt nicht schlimm, haben wir alle schon mal gemacht, aber du willst ja weiterkommen, deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen strenger. Das ist eine Story, die du erzählst. Du hättest überhaupt nicht zu Hause treffen müssen. Du wolltest das. Du wolltest das. Oder war es okay damit? Ne? Er wollte es natürlich vor allen Dingen und du wolltest es dann auch. Wenn du es nicht gewollt hättest, hättest du ja sagen können. Ne? Er kam also und erzählte mir von einigen privaten Problemen. Ich interpretierte, dass er nicht nur kam, um Sex zu haben. Ja, sorry, das ist einfach ein Profi-Dater, das wir gleich sehen werden. Er hat es halt drauf, eine vertraute Atmosphäre zu schaffen. Deswegen guckt euch mal an. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die da toxisch sind, weil die auf in Love Island, in dieser Trash-TV-Show. Aber man kann das super sehen, dass es einfach Leute gibt, die einfach super Dater sind. Also das gibt es bei Frauen auch. Es gibt auch Frauen, die super Dater sind. Gibt es beides da in dieser Sendung. Aber zurück zu hier. Ja, wenn du, weil er dir jetzt irgendwie dein Vertrauen gewinnt. Ich denke, das ist einfach, das muss noch nicht mal bewusst sein. Das ist einfach, ich denke, er wird viel gedatet haben in seinem Leben und er weiß, denke ich, dass das einfach funktioniert. Ja. So. Ich nahm also an, dass er eine emotionale Bindung zu mir hat, denn er schien mir zu vertrauen. Ja, aber Frau, traust du ihm? Also du bist wieder nur bei ihm hier, ne? Der ganze Abend verlief sehr schön. Als ich betrunken war, versuchte er nicht, mich schnell für Sex nach Hause zu bekommen. Ach so, er war da noch woanders, sondern er kaufte mir einen Tee. Sonst habe ich oft Männer gedatet, von denen ich mich benutzt fühlte. Sie sagten Dinge wie, du hast dies und das beruflich geschafft. Damit kann ich bei meiner Familie angeben, sodass ich mich fühlte wie ein Objekt für den Mann. Ja, aber nur, wie gesagt, er ist schlau. Das ist einfach ein guter Dater und natürlich. Männer, die gute Dater sind, die wissen natürlich, dass sie eine Frau nicht überrennen und dass sie das Tempo, was die Frau vorgibt, dass sie das auch akzeptieren und keinen Terror machen. Also der macht das einfach gut. Wenn du den jetzt zum ersten Mal kennenlernen würdest, würde ich auch sagen, super, go for it. Aber du weißt, wie es beim ersten Mal ausgegangen ist. Ne? Und das ist immer das Problem bei diesem toxischen Dating, dass man aus irgendwelchen Gründen, können wir jetzt nicht alle hier heute angehen, das findet ihr in meinen Kursen, Modul 1, was weiß ich, ja, ein Liebeschip hat, der einen zieht zu bestimmten Menschen, die einem einfach nicht gut tun. Deswegen müssen die auch nicht böse sein oder was, aber sie sind oft dann halt emotional nicht verfügbar und so weiter oder manipulativ. Ja. Und du kannst das Gleiche nochmal und nochmal und nochmal machen und du wirst nochmal und nochmal und nochmal das gleiche Ergebnis kriegen. Und das ist das Problem, dass man aus dieser Schleife irgendwann mal rauskommt. Man muss einfach sagen, es geht einfach nicht. Ich kann nicht einfach auf meinen Liebeschip hören. Ich muss den erstmal verändern oder ich muss mehr mit dem Kopf daten oder. Aber ich kann nicht einfach immer das Gleiche machen und erwarten, dass was anderes rauskommt. So, ne? Gut. Dieser Mann schien jedoch der Erste zu sein, der sich wirklich fragte, wie ich eigentlich bin. Hör mal, du weißt doch, wie es beim ersten Mal war. Da ist doch auch nicht gut, wie es mir eigentlich geht mit all diesen Erfolgen. Ja, also ich finde es toll, wenn du einen Mann datest, bei dem du dich verstanden fühlst und der mit deinem scheinbar Erfolg klarkommt. Aber ja, trotzdem ist es immer noch der gleiche. Ne? Da hat sich nichts geändert. Als er es kommunizierte, war ich so gerührt, dass ich anfing, ganz emotional zu werden, mitten in der Bar, in der wir saßen. Er tröstete mich, er sagte auch, dass er befürchtete, nicht fürsorglich genug für mich zu sein. Und in einer Beziehung seine Freundin nicht täglich sehen zu wollen, ja, das ist leider super toxisch. Dies ist schon dann die Frau vorbereiten auf erwarte bloß nicht zu viel von mir. Es ist leider, ich kann dich nochmal sagen, es ist in Reinkultur. Also ich
Ich werde dir wieder das Gleiche sagen und ich kann dir nur sagen, guck auf dich, du wirst bei ihm da keine Lösung finden, er ist, wie er ist. Also du kannst was weiß ich, aus dem Krokodil kannst du kein Schaf machen, das geht nicht. Also, oder was weiß ich für Tiere du jetzt, kannst du auch aus einer Sonnenblume weiß ich nicht, kein Schmetterling machen, also es ist, wie es ist. Er ist, wie er ist, so wirst du ihn nicht ändern. Und wenn du ihn noch 100 Mal datest, wird immer das Gleiche sein, immer das Gleiche sein, immer das Gleiche sein. Weil er einfach auch, denke ich, so auf so einer Sinnebene dafür da ist, dass du einen bestimmten Schritt gehst, dass du eben nicht mehr so einfach auf diesen Rush von Hormonen hörst, sondern einfach überlegst, tut das meiner Seele wirklich gut, was ich hier mache. So, ne? So. Auch ich will noch Zeit für anderes außer meinem Partner haben, ja, aber sowas sagt man doch nicht auf dem ersten Date. Das ist wirklich eine riesenrote Flagge. Und nochmal, wieso, was gibt er dir, was du dir nicht selber geben kannst, das dich so anzieht? Weil es gibt dann immer irgendwas, was einen total anzieht. Und das ist häufig eine Lücke im eigenen Selbstgefühl, im eigenen Selbstwertgefühl, in der eigenen Selbstliebe, die jemand anders füllt. Aber erfüllt das, um seine Ziele zu erreichen, nicht um das zu machen, was du möchtest, so, ne? Ja. Wir gingen nach Hause und haben stundenlang gekuschelt, obwohl er die ganze Zeit Sex haben wollte. Ich sagte ihm, dass ich noch Sex einfach noch länger ihn in Ruhe kennenlernen wollte. Er akzeptierte das. Blieb dann morgens auch noch länger und ist dann gefahren. Ja, wie gesagt, aus meinen Augen ist er einfach ein Profi. Also, er macht alles richtig. Nur, wie gesagt, wenn es die Vorgeschichte nicht geben würde und nicht das geben würde, was jetzt danach kommt, würde ich sagen, ja, schön, freu dich. Aber das ist ja das Problem. Das ist wie mit so einem Zauberer, wenn der vor, was weiß ich, bis im Zirkus ist ein Zauberer und der zaubert ein Kaninchen weg. Also es geht jetzt nicht nur dir so, ich mache das Video ja auch für ganz viele Menschen. Also das ist alles gut, ich habe das auch schon alles gemacht. Aber es ist, als wenn man sagen würde, ja, das Kaninchen ist wirklich verschwunden. Nein, es ist ein Zaubertrick. Es ist nicht verschwunden, es ist immer noch da und es ist nicht weg. Also und genauso kannst du jetzt x-mal sagen, ja, was war das für ein schönes Date? Und es ist trotzdem kein gutes Match für dich. Weil er nicht emotional für dich, nicht vielleicht für andere, aber glaube ich auch nicht, nicht verfügbar ist. Fertig. So. Ja, er hat seine Uhr bei mir vergessen. Das muss er spätestens gemerkt haben, denn er fuhr in eine andere Stadt und so weiter. Auf dem Rückweg fuhr er fast wieder bei mir vorbei. Er wusste, dass ich am Abend verabredet war, aber nicht genau um wie viel Uhr und hätte die Uhr ja auf dem Weg vielleicht abholen können, meldete sich aber nicht. Ja, weil er keinen Bock hat. Du kannst jetzt wieder tausend Gründe finden, er hat keinen Bock. Ich schrieb ihm, jetzt fängst du schon wieder an, ihm hinterher zu laufen, so, ne? Ich schrieb ihm am nächsten Tag, weil er wegen der privaten Probleme noch irgendwo hin musste. Ich machte ihm ein Kompliment. Jetzt jagst du ihn. Ja, das ist genau, was für ihn jetzt super angenehm ist. Ist ja auch, also er ist auch voll in seiner Polarität. Er ist halt nur nicht emotional nicht verfügbar. Und du reagierst, also er ist überhaupt nicht. Also in deinen Augen, ich glaube nicht, dass es so ist, in deinen Augen ist er auch nicht needy, was vielleicht viele Männer sind, die du sonst datest und will dich nicht so richtig. Und ja, ich weiß, ja, warum so wollen wir immer die Leute haben, die uns nicht haben wollen? Ja, also es gibt viele Antworten, aber es ist auch irgendwo einfach ein Irrsinn. Also das ist auch vielleicht eine Bindungsangst auf deiner Seite, dass du einfach nicht den haben willst, der dich auch haben will, sondern jetzt dem hinterherläufst, der dich nicht haben will. So, ne? Aber es hat auch viel mit Polarität zu tun, aber es gibt auch Männer, die emotional verfügbar sind und in ihrer Polarität. Das ist zwar vielleicht die Suche nach dem Einhorn, aber wie gesagt, ich gebe mich ja nicht zufrieden. Ich will für euch die besten Ergebnisse haben und ja. So, also du schriebst ihm, fragte ihn, wie sein Termin lief und sagte, dass ich an ihn gedacht habe. Keine Reaktion. Ja, das wäre bei mir Nummer löschen, weg, Chat löschen, Ende Gelände, nie wieder dran denken. Also,
was willst du da sonst zu sagen? Es interessiert sich nicht für dich, fertig. Jetzt kannst du jetzt, und dann sagt sozusagen das innere Kind, das Ego, das Gehirn, sagt dann, oh, warum? Ja, aber wir hatten noch so einen schönen Tag und wieso? Es ist scheißegal. Es ist total egal. Er hat keinen Bock auf dich, fertig. Und wenn es andere Gründe sind, warum er dir nicht schreibt, weil er, keine Ahnung, weil er gerade die Welt retten muss und heimlich Außenminister von der Mongolei ist, ja, ist auch nicht verfügbar. Also es ist egal warum, deswegen versuche ich euch ja immer zu helfen mit diesem Konzept von Standards und Dealbreakern, das ist auch in meinen Datingkursen drin. Weil man muss irgendwann an den Punkt kommen, dass man seine eigenen Standards und Dealbreaker wichtiger nimmt als diese verdammten Gefühle. Da muss man einfach sagen, es tut mir nicht gut, fertig. Und ich verstehe, dass du das bei anderen hinkriegst. Das ist jetzt deine Meisterklasse hier, wo du auch letztlich, es ist leider völlig unabhängig davon, wer das ist, wo man einfach sagen muss, passt mir nicht, finde ich scheiße, habe ich zu viel Selbstrespekt, habe ich keinen Bock drauf, Nummer löschen, fertig. So, das heißt für mich, er will mich nicht hören oder sehen. Ja, klar. Einige Tage später schrieb ich ihm, dass er seine Uhr vergessen hat. Jetzt schreibst du ihm schon wieder. Jetzt bist du voll wieder in der Spirale drin. Ne? Also, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so kritisch rüber. Ich verstehe schon, wie man da reinkommt und wie schwierig es ist, da rauszukommen. Du hast da mein volles Mitgefühl. Nur, ich will dich auch ein bisschen aufrütteln. So, also auch, beziehungsweise die anderen, die in solchen Situationen sind. So kommt man nicht weiter. Man muss einfach zu dem Punkt kommen. Und du wirst mit jeder von diesen Situationen auch stärker. Das ist, also der Weg ist der richtige, ne? Und der läuft auch immer so. Ne? Und als ich da auf dem Weg mal war, brauchte ich auch Leute, die mir gesagt haben, jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt denk mal an dich irgendwie, ne? Und sag ich dir jetzt auch. Also hat keinen Bock auf dich. Da brauchst du dann auch nicht nochmal schreiben und nochmal schreiben und nochmal schreiben. So. Ich weiß nicht, was los ist. Es gibt zunächst das Problem, dass ich jetzt so alt bin, wie ich bin und eine emotionale Obsession für ihn habe seit der ersten Begegnung. Ja, und? Das ist nur eine Emotion. Du bist nicht deine Emotion. Da hast du halt starke Gefühle für ihn. Ja. Und du hast es ja auch probiert, ins Leben zu bringen. Zweimal jetzt. Also, und da muss man einfach mal sagen, ja, scheiß was auf die Obsession. Ich gebe dir keine weitere Nahrung. Fertig. So, es ist hart, aber es ist der einzige Weg, ne? So hat es mir noch nie passiert und ich werde damit nicht so ganz gut fertig, obwohl ich ja gar nicht so viel Zeit mit ihm verbracht habe. Das hängt mit der Zeit überhaupt nicht ab, das hängt nur mit der Toxizität der Begegnung zusammen, so, ne? Wenn ich ihn sehe, ist er warmherzig, liebevoll, verständnisvoll, empathisch, der absolute Traummann. Ja, er ist aber nicht der Traummann und wenn das Date noch so schön war, er ist einfach ein mega guter Dater, fertig. So, und wenn, klar, wenn man jetzt damit überhaupt nicht klarkommt, also wie gesagt, mein Kurs ist für Hilfe drin, man kann natürlich auch mal Therapie machen, aber wird es jetzt deswegen, also gut, ist deine Entscheidung, aber es gibt Leute, die haben eine Obsession zu Menschen, die sie noch nie mit denen geredet haben. Du hast immerhin zwei Abende gehabt mit dem. Das kommt vor, es hängt viel mehr von dem Ausmaß von heiß und kalt ab. Und auch diese Highs, aus denen man fällt, also dieses super charmante zu, also dieses völlig aufgehobene Gefühl zu völlig ignoriert, also davon hängt es viel mehr ab, ob man eine Obsession entwickelt, als wie viel Zeit man mit jemandem verbracht hat. Du kannst 100 Jahre mit einem bindungssicheren Menschen verbringen und hast überhaupt keine Obsession und du kannst zwei Abende so verbringen und hast eine komplette Obsession. Ja, so ist das ist toxisches Dating, ne? Wenn er nicht da ist, ist das auch weit weg, als gäbe ich es ihm gar nicht. Als gäbe es dich nicht. Und ich frage mich, was denn los ist. Ja, es ist eine scheiß Dating-Situation, mehr ist es nicht. Zum Hintergrund muss ich noch sagen, dass er schon damals eifersüchtig war, ständig Komplimente wollte und so weiter. Da hatte ich auch noch ein bisschen... Hatte dich auch noch ein bisschen fertig gemacht. Ja, das ist was... krasse Minuspole so machen, aber ich will jetzt gar nicht mal so viel bei ihm bleiben. Es ist völlig wurscht. Also natürlich sind viele von denen total eifersüchtig und machen alles Mögliche. Und wenn du alles Mögliche machst, gibt es Terror. Aber es ist alles uninteressant. Ich will erst mal heute auf dich gucken, weil das ist jetzt die zweite Runde. Du kannst jetzt auch noch eine dritte, eine vierte drehen, was auch auf eine Art total in Ordnung ist. Man braucht so viele Runden, wie man braucht.
Aber es wird eine Zeitverschwendung sein, ne? Und wie gesagt, das ist auch völlig normal, weil in einer Pluspol-Liebessucht, in der du gerade so ein bisschen bist, fokussiert man sich auf eine Person. In der Minuspol-Liebessucht ist diese Abhängigkeit von Komplimenten von ganz vielen Leuten so. Also ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Plus- und Minuspol. Und da ist jetzt nichts Ungewöhnliches, leider. Also jetzt nur bei diesem krassen Minus, also jetzt nicht, dass jeder Minuspol so ist. Es gibt auch co-abhängige Bindungsangst und also es gibt da Unterschiede, da müsste man wieder gucken in Modul 4, wen das jetzt interessiert, Bindungsangstmodul. Aber wir bleiben jetzt mal bei dieser Dating-Situation. So, ein Freund von mir sagte, er verhält sich extrem manipulativ und mache das mit Absicht. Also, ich weiß es nicht, ob er das mit Absicht macht. Das kann, also ich glaube, dass es viel häufiger keine Absicht ist, sondern eine gewisse Gewohnheit oder ein Charakterzug oder eine Art, vielleicht will er gar keine festen Beziehungen haben und find's geil, wenn Frauen ihm hinterherrennen und oder find's geil, dass er so ein guter Dater ist. Und ja. Und es muss jetzt aber nicht unbedingt so, jetzt überlege ich mal, wie ich diese Frau jetzt fertig mache. Das glaube ich gar nicht mal. Das wird der, da braucht er gar nicht drüber nachdenken, sich so zu verhalten. Auch da empfehle ich mal vielleicht in Love Island reinzugucken, weil das, oder meine Kommentierung davon, wenn man da meiner Ansicht nach super sieht, dass manche Leute, die haben es einfach drauf so und haben vielleicht trotzdem keinen Bock auf eine Beziehung und sagen es vielleicht sogar und weiß nicht, ob er es gesagt hat und trotzdem rennt man denen hinterher, ja, weil sie halt so in ihrer Polarität sind, so und trotzdem Polarität und Chemie ist halt das eine und Kompatibilität ist das andere. Gibt es auch ein schönes Video zu, kann ich die alle hier verlinken. Also guckt doch mal in meine Kurse rein, aber es ist wie es ist. Ne? So, er tut so, als wisse er nicht, wo die Reise hinginge und es sei ihm egal, aber in Wahrheit hat er, ich glaube, du bist ihm jetzt nicht so wichtig, außer für die Bestätigung, die er gern von dir haben möchte, so, aber als Mensch. Ich glaube, also wenn du ihm als Mensch wichtig wärst, hätte er es, glaube ich, doch mal zurückgemeldet. Ja. Also, und dafür müsste er mich emotional kleinkriegen und von sich abhängig machen. Nein, ich glaube nicht, dass er über all diese Sachen nachdenkt. Ich glaube auch nicht, dass ihm einer abgeht, wenn du dich jetzt klein fühlst, aber sicherlich ist es eine angenehme Situation für ihn, wenn Frauen ihm hinterher rennen, aber ja, das glaube ich schon. Das pusht sein Ego, und aber das muss jetzt nicht diese ganzen, ach, jetzt überlege ich mal, wie ich diese Frau fertig mache. Ich glaube, das ist so, wie so er ist so. Er ist so. Guck auf dich, kann ich nicht mal wieder sagen. Und hör auf, solche Männer zu daten. Also das, man muss da einfach irgendwann mal die Füße im Boden rammen und sagen, ich mache es nicht mehr. Ich bin mir mehr wert, als so behandelt zu werden. Und da muss man auch keinen Groll haben und auch keinen Wut, sondern man kann dann auch, dass wir jetzt sozusagen die spirituelle Ebene sehen, ja, danke für diese Lektion, danke, dass ich noch dieser Mann mich dazu gebracht habe, noch mehr in meinem Selbstwert zu gehen, noch mehr an mich zu glauben, noch mehr unabhängig zu werden, dann wird es richtig gut so. Ne? Gut, er sagte damals, er fühle sich unterlegen, weil ich so schlau bin. Ja, ist doch völlig, dass dieses ganze Gerede, Leute, gebt nicht so viel auf, dieses ganze Reden ist so für einen Arsch, es ist total für einen Arsch, echt. Man kann so viel reden, ich kann jetzt auch sagen, ja, Gott, ich habe eine neue Relativitätstheorie entwickelt. Ja, solange ich das nicht beweisen muss, kann ich alles sagen. Kann ich sagen, ich bin der neue Einstein. Hier, da steht eine Zeitmaschine bei mir im Zimmer. Ich fliege gleich in die Zukunft und komme wieder zurück. Ich kann alles sagen. Wenn ich aber sage, die Realität eine andere ist, sind Worte komplett für den Arsch. Worte sind eine schöne Sache, wenn sie matchen mit dem Verhalten. Aber ja. So, Gleichgewicht herstellen will, indem er mich emotional fertig macht und mich eine ab. Jetzt hatten wir ja schon.
Ja, es mag jetzt sein, dass dieser Mensch irgendeine Psychodynamik hat, aber ich kann ihm nur raten, du fütterst ihn immer weiter mit Energie. Guck, was deine Psychogeschichte ist. Guck, wo deine Vibration ist, wo deine Schwingung ist. Warum, was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit deiner vielleicht Familie zu tun? Da würde ich gucken, ne? Mein Date hat interessanterweise andere Menschen zu Unrecht unterstellt, dass sie mich manipulieren wollen. Ja gut, der Minuspol ist immer projizieren, ist immer ganz groß, aber ich will jetzt gar nicht so viel über ihn reden, weil das ist jetzt so einmal ums Eck und es bringt uns nicht weiter. Also er macht nicht das, was du brauchst. Fertig. Ich frage mich, ob er denn vielleicht alles mit mir so schlimm fand, dass er mich nur loswerden will und dafür auch auf seine Uhr verzichtet. Nee, also es ist wirklich kein schönes Verhalten von ihm. Aber genau, aber er stößt dann auch direkt, ohne es zu wollen, denke ich. Ich glaube nicht, dass er sich überhaupt so viel mit dir beschäftigt. Stößt dann deine Wunden vor, ne? Beziehungsweise nutzt es als Situation, deine Wunden zu sehen, weil die liegen hier offen, ne? Dein Zweifel an dir selbst und ob du gut genug bist, also das legt er quasi offen, ne? Denn diese Schweigebehandlung als Manipulation, das muss keine Manipulation sein. Das sehe ich nochmal, du kennst diesen Menschen fast nicht. Es kann einfach sein, dass er das immer so macht. Und auch, es auch, kann auch sein, dass es nicht mal eine Schweigebehandlung ist, sondern dass er zu mir einfach nicht in der Lage ist, als eine Nacht mit jemandem zu verbringen. Und dann vielleicht klickert bei ihr dann schon die Bindungsangst rein oder er will es einfach nicht. Also muss es auch gar nicht pathologisieren. Kann sein, dass es einfach so ist. Ne? Also Schweigebehandlung, also Manipulation macht ja nur Sinn, wenn wir uns zum Beispiel gestritten hätten. Ja, ihr habt keine Beziehung, ihr habt ein Date gehabt. Ich weiß gar nicht, was er von mir erwartet, damit er wieder antwortet. Das hat nichts mit dir zu tun, gar nichts. Gar nichts. Nichts. Also sein Verhalten hat nichts mit dir zu tun, außer dass du ihn überhaupt in dein Leben gelassen hast wieder. Aber sonst, was er da macht, hat nichts mit dir zu tun. Ich glaube, er will auch gar nicht, dass du irgendwas machst. Er will einfach, dass du ihn jetzt nicht nervst, denke ich mal. Aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber kann nur immer wieder sagen, er ist nicht der Mann, den du haben willst. Und wenn er noch so toll war auf dem Date. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Männer mit einer Frau, zu der sie sich nicht eng verbunden fühlen, aber über Privates reden und stundenlang mit ihr kuscheln, doch. Das ist so, musst du dir da vorstellen. Es gibt so Männer und es gibt auch so Frauen, die ein top geiles Date hinlegen mit allem Pipapo und Gekuschel und Geknutsche und Sex und immer das Richtige sagen und Männer wie Frauen und danach nichts mehr von einem wissen wollen. Doch, das gibt es. Das gibt es viel öfter, als du denkst. Das könnte ich wetten, dass da Leute kommentieren drunter genau das erlebt haben. Er hat sich, seitdem wir erneut Kontakt hatten, immer nur alle paar Tage oder Wochen gemeldet. Ja, das mangelndes Interesse oder Bindungsangst oder, alles, was du nicht haben willst. Aber nach dieser Nacht dachte ich, das würde nun anders. Ja, ist ja auch verständlich. Deswegen muss man immer wieder sagen, ich könnte auch wetten, dass es irgendwie Online-Dating ist, muss man immer wieder sagen, man sollte nichts erwarten. Ja. Also, dass es initial Online-Dating war, könnte ich für wetten irgendwie. So. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Wir haben nämlich damalige Missverständnisse geklärt und gesagt, dass wir uns nun in Ruhe kennenlernen und Missverständnisse klären und mit dem Sex warten. Ja, das wäre jetzt allerdings eine Manipulation, das wäre jetzt Future Faking, wenn er gesagt hat, ja, und wir reden und wir klären und dann das nicht macht. Und ja auch, das ist schon so ein bisschen Ghosting jetzt, aber es bringt auch das, bringt dich nicht weiter. Ja, was willst du machen? Willst du ihm jetzt ewig hinterherlaufen, um nochmal zu sagen, dass, also nochmal wieder keine Antwort zu bekommen? Ja. Er hat mich nämlich damals auch wütend gemacht und das war wohl für ihn nicht schön. Ich weiß nicht, was ich für ihn bin. Vielleicht hat er auch eine Obsession für mich, wie ich für ihn. Nee, stimmt nicht, aber er hat vielleicht eine Obsession also Obsession dafür, solche Dinge zu erleben. Mit verschiedenen Frauen. Aber ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht. Du denkst viel zu viel über ihn nach. Also ich kann euch nur allen raten, wenn ihr die Situation lösen wollt, nicht mehr darüber nachzudenken, warum sich jemand dysfunktional verhält. Er macht es, weil er es macht, vielleicht weil er auch eine beschissene Kindheit hatte, vielleicht weil er in seinem vorigen Leben keine Ahnung, was gemacht hat, vielleicht weil
Was weiß ich, weil er, keine Ahnung, Würmer hat, weil er, ich könnte jetzt sonst was sagen, es spielt keine Rolle. Er ist, wie er ist. Das ist immer dieses Ätzende im Pluspol, endlich zu akzeptieren. Endlich, endlich, endlich zu akzeptieren, dass Menschen sind, wie sie sind und dass wir im Pluspol Menschen nicht verändern können, egal wie sehr wir sie mögen, egal wie wütend wir sind, egal wie wir sagen, das kannst du nicht machen, wie kannst du so sein, die andere Menschen sind so und es hat auch irgendeinen Wert, weil wir dadurch weiterkommen, so, aber das ist vielleicht für dich momentan jetzt nicht interessant, so, aber das bringt uns ja echt weiter, ne? Aber es tut uns auch nicht gut und deswegen ist der Entwicklungsschritt zu sagen, ich mache es nicht mal, egal wie obsessiv ich bin, egal wie hot ich ihn fand, ich werde mich in Zukunft so wichtig nehmen, dass ich da einfach nicht mehr drauf eingehe. Und wenn er meint, mir nicht zu antworten, ja, dann antwortet er mir eben nicht. Ich habe schon lange keinen Bock mehr mit dem zu reden, so, das wäre die richtige Haltung, so. Ne? Ja, vielleicht hätte er einfach keinen Bock drauf und verzichtet auf die Uhr, um es mir nicht sagen zu müssen, damit ich nicht, nee, du denkst viel zu viel über ihn nach, also er denkt garantiert viel weniger über dich nach. Ich weiß nicht, warum er sich so verhält. Ja, denk nicht drüber nach. Ich weiß nicht, wer er ist. Genau. Ist er ein armer, lieber Kerl mit Bindungsangst? Also wie ein armer, lieber Kerl kommt er mir nicht vor, ehrlich gesagt. Ein Manipulant, der den Empathen spielt. Ja, er war ja empathisch an dem Abend, aber ist immer die Frage, empathisch zu welchem Zweck? Also muss immer so einen Unterschied machen zwischen Empathie und Mitgefühl. Ich kann sozusagen aus taktischen Gründen empathisch sein, ohne dass ich echtes Mitgefühl mit jemandem habe. Also besonders empathisch kommt er mir nicht vor, ob er jetzt so ein bewusster, also das ist jetzt ein Abend, also ich würde da gar nicht so viel, ich würde da wirklich mehr bei dir gucken. Warum hast du für einen Menschen, den du zweimal gesehen hast, so eine Obsession? Weil du kennst ihn nicht. Also das kann dir jetzt auch keiner sagen, wer er ist, ne? Die Kraft, die mich zu ihm hinzieht, ist mir etwas unheimlich. Hier ist etwas am Werk, was unerklärlich, nee, es ist nicht unerklärlich, es ist einfach falsch programmierter Liebeschip. So, oder wie auch immer du das nennen willst. Ein inneres Kind, Ego, eine Lernaufgabe, ja, aber unerklärlich ist es nicht. Fast übersinnlich, ja, das denkt man dann immer, das ist bei mir so besonders. Und wir sind Zwillingsseelen und Twin Flames und ich renne ihm nochmal hinterher. Also meiner Ansicht nach, es mag ja sein, dass ihr euch, vielleicht seid ihr Zwilling, weiß ich, keine Ahnung, vielleicht seid ihr Seelenkumpels und habt euch vor diesem Leben gesagt, so, wir schicken uns jetzt mal so richtig ein und ich mache dich mal so richtig fertig und dann gucken wir mal und da kommst du in deine Kraft und cool und ja. Ich würde da nicht so viel drüber nachdenken, sondern nur, du kannst nur in dir die Lösung finden. Nur in dir. Ich weiß nicht, wie viele Männer ich bereits gedatet, geliebt und vermisst habe, aber sowas gab es noch nie, ja. Und vielleicht ist es auch das letzte Mal, dass du so jemandem hinterherläufst. Was ist denn hier los? Vielleicht kannst du das erklären. Was man versteht, davon ist man erlöst. Danke und viele liebe Grüße, Kascha. Ja, hoffe, ich war nicht zu streng. War wirklich gemeint, dir zu helfen und euch zu helfen. Und kommentiert gern. Abonniert den Kanal. Oder werdet sogar Mitglied und wir werden uns bald wiedersehen.